Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Fortnite-Video. In diesem Video geht es darum, wie man die Catwoman Pickaxe durch einen Code erhalten kann. Relativ so viele Zuschauer haben mich gefragt, wann diese Spitzhacke zum einen reinkommt und ob es noch irgendeine andere Alternative gibt, diese Spitzhacke zu erhalten. Und ja, es gibt eine andere Alternative. Sogar viel, viel billiger, als würde sie hier in Fortnite reinkommen. Denn ich werde euch in diesem Video eine Webseite vorstellen, die Catwoman Spitzhacken verkauft für einen sehr, sehr billigen Preis. Ich werde auf die Punkte eingehen, ob diese Seite sicher ist, was für Erfahrungen ich und andere Leute schon gemacht haben und wieso der Zahlungsverkehr ist und wieso ihr euch genau lieber dort einen Code kaufen solltet, als jetzt zu warten, bis diese Spitzhacke reinkommt. Des Weiteren werde ich aber auch sagen, wieso bis jetzt noch nicht die Catwoman Pickaxe in Fortnite innen war. Genau. Unternahm, ich mache ja momentan ein Gewinnspiel. Ich verlose eine 5 Euro Paysafe Card. Wie ihr mitmachen könnt, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur diesen Kanal hier abonnieren und unter diesem Video euren Epic Games Namen in die Kommentare schreiben. Wenn ihr diese Sachen erledigt habt, werdet ihr in eine Word-Datei eingetragen und dann macht ihr mit beim Gewinnspiel. Das Gewinnspiel wird dann am 7. Juni 2022 aufgelöst. So, ich würde jetzt mal behaupten, dass die Catwoman Pickaxe eine sehr, sehr verdammt beliebte Spitzhacke ist. Ich habe sie selber durch einen Code erhalten, denn sie war jetzt schon sehr lange nicht mehr in Fortnite innen. Und klar, stellen sich natürlich viele die Frage, wann könnte denn diese Spitzhacke reinkommen? Und ich werde jetzt erstmal auf zwei Punkte eingehen, die ich auf Twitter auch gelesen habe, wieso diese Spitzhacke bis jetzt noch nicht in Fortnite reingekommen ist. Also zum einen kann man ja so sagen, dass die erste Vermutung wäre jetzt im Endeffekt, dass Fortnite das extra macht. Sie im Prinzip warten, dass diese Spitzhacke einen größeren, also noch größeren Hype bekommt und dass sie die dann halt in so 2 bis 3 Monaten dann wieder veröffentlichen, damit dann noch mehr Leute sich diese Spitzhacke holen. Die zweite Vermutung wäre, die ich auf Twitter gelesen habe, dass es natürlich sein kann, dass es da momentan so ein bisschen vertraglich Schwierigkeiten gibt zwischen Marvel und Fortnite. Dann könnte es sein, dass es auf jeden Fall noch ein bisschen braucht. Aber diese Webseite, die ich euch jetzt vorstellen werde, ist auf jeden Fall eine Webseite, wo ich euch eher empfehlen würde, über diese Webseite diese Catwoman-Spitzhacke zu kaufen, als hier über Fortnite. Denn, wenn wir uns jetzt gleich mal die Preise anschauen, dann kann ich euch das echt nur empfehlen. So, nämlich Enebo, so eine Webseite wie MMOGA. Das bedeutet, die verkaufen so rund um Gaming, also so wie Fortnite. Die machen das mit ganz vielen anderen Spielen auch, dass sie solche Skins, Items halt hier verkaufen. Und hier kann man zum Beispiel jetzt sehen, hier Fortnite Catwoman Grappling Claw Pickaxe DLC Epic Games Key Europe. Also hier kann man sehen, für 1,80 Euro. Und die Spitzhacke kostet ja, soweit ich weiß, 800 V-Bucks. Und 800 V-Bucks, ne, man müsste ja dann sowieso eine 7 Euro oder 8 Euro Passive Cut aufladen und dann, um diese Spitzhacke halt zu bekommen. Und hier bekommt ihr die einfach schon für 1,80 Euro. Deshalb würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch diese Spitzhacke holen wollt, sie lieber hier über in Enebo zu kaufen. Hier kann man auch sehen, dass sie auch andere Sachen anbieten. Ich habe euch ja schon mal diese Webseite vorgestellt. Und genau, also die bieten zum Beispiel auch hier so ein Backbling an von Harley Quinn. Dann halt auch so ein Hängegleiter und noch weitere Spitzhacken. Genau, also man kann dann hier auf Buy Now gehen und soweit ich weiß, kann man über, also mit PayPal bezahlen und auch noch mit anderen, genau, also PayPal, Paysafe Cards, Sofortüberweisung, Google Pay, Enebo Wallets, keine Ahnung, was das ist, und hier noch irgendeine Methode. Also da gibt es auf jeden Fall eine große Auswahl, wie ihr diese Spitzhacke euch holen könnt. Und es ist dann im Prinzip so, ihr kauft euch diesen Key hier und dann erhaltet ihr eine, also ihr müsst eure E-Mail angeben, dann erhaltet ihr eine E-Mail, wo dann so ein, wo dieser digitale Key ist, und den müsst ihr dann einfach auf euren Epic Games Launcher, also wenn ihr dann auf euer Profilbild klickt, auf Code einlösen, dann diesen Code einlösen und dann einfach Fortnite starten. Sollte diese Spitzhacke nicht direkt erscheinen, das ist nämlich bei mir passiert, müsst ihr einfach Fortnite nochmal schließen und nochmal starten und dann müsst ihr diese Spitzhacke dann aufpoppen. Und ja, jetzt stellt sich natürlich dann auch die Frage, ja, ist diese Webseite sicher? Ich persönlich kann sagen, dass ich von der Webseite sehr überzeugt bin. Das ist ja eigentlich eine offizielle Seite, die ist ja auch in der EU. Genau, also die Seite sollte schon sicher sein. Es haben ja auch schon ganz viele andere darüber Sachen gekauft. Ich wurde ja auch nicht abgezockt und hier kann man ja auch nochmal sehen, dass hier Trustpilot, also das sind ja, glaube ich, die Bewertungen, und die sprechen ja schon dafür, dass sie ganz gut sind. Trotzdem würde ich euch bei
allen solchen Webseiten immer empfehlen, lieber über PayPal zu bezahlen, weil sollte da irgendwas passieren, könntet ihr das Geld, soweit ich weiß, wieder zurückziehen. Da habt ihr, soweit ich weiß, so einen Käuferschutz. Was ich auf jeden Fall euch noch sagen möchte, mein Ziel ist es ja, dass ich euch jetzt viel mehr zurückgeben möchte in Form von, yo, ich schenke euch irgendwas aus Fortnite. Vor allem die, die sehr, sehr aktiv sind, möchte ich unbedingt belohnen. Dennoch kann ich natürlich jetzt nicht unendlich viele Sachen verschenken, denn ich verdiene zum einen ja auch noch kein Geld mit YouTube. Dennoch möchte ich vereinzelt vor allem die Leute, die wirklich regelmäßig meine Videos anschauen, also die regelmäßig irgendwie kommentieren, erster, zweiter, dritter, vierter, vorhin die möchte ich jetzt sehr belohnen. Zum einen habe ich ja schon einen belohnt, der hat mich gefragt, ob ich ihnen eine 5 Euro Paysafe Card schenken kann, weil so ein Emote, den er unbedingt wollte. Und ich habe mir erst gedacht, ich weiß nicht ganz. Aber dann habe ich mir gedacht, auch komm, er schaut meine Videos so aktiv an, den muss ich unterstützen. Das kann ich zwar nicht mit jedem machen, aber zumindest mit denen, die mich regelmäßig anschauen. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde es mich natürlich sehr, sehr freuen, würdet ihr ein Like da lassen. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut rein.